Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Scherbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Erhöre meine Stimme, Akatosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bars. Beeilung! Wir müssen jetzt gehen! Seelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin an einem Ort voll brennender Asche und heißem Wind. Ich höre den Klang einer entfernten Schlacht. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Tage oder Wochen, ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bal legt sich über ganz Tamriel und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich weiß nur, dass ihr an einem kalten Strand auf einer entlegenen Insel angespült wurdet. Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Macht euch zu den Docks der Stadt auf. Dort werdet ihr jemanden finden, der die Insel kennt, von der ihr gekommen seid, und der auch weiß, wie ihr dorthin zurückkommt. In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr.
Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Thank you.
Wir haben derzeit genug eigenen Ärger. Zurzeit gibt es zu viele Argonia. Schöne Waren zu verkaufen. Das macht mich nervös. Hallo. Müsst ihr das? Ihr könnt ruhig in meiner Jolle mitfahren, wenn ihr wollt. Doch ich schätze, das hängt wohl davon ab, wohin ihr... Ich segle zurück nach Ödfels, falls ihr daran Interesse habt. Aber seid gewarnt, das wird eine wilde Fahrt.